wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Nächster Livestreaming. Heutige Thema ist von meiner Wiedererfahrung im Leben und im normalen Alltag oder während Schulungen. Und ich werde euch Lash-Stylistinnen, welche es schon erfahren seid oder ein bisschen Erfahrung habt, informieren, was meistens eure Fehler ist oder was ihr meistens nicht so richtig macht. Ich habe letzte Woche viele Schulungen gegeben und für viele erfahrene Stylistinnen, das war alle nicht Basic-Schulung, aber schon Advanced, wo wir haben wirklich die Arbeit perfektioniert und geguckt, wo man die Fehler macht oder wo die schlechten Gewohnheiten sind, das ist sehr oft. Und wir haben das korrigiert und einfach wieder in Ordnung gebracht. Natürlich, man lernt das während der Schulung, aber man muss das dann immer im Alltag nachdenken, damit man das richtig macht und die Wimpern richtig klebt. Ich habe mir so die Stylistin geguckt und wirklich, es sind einige Fehler, sehr viele Fehler sind davon ähnlich. Wirklich, das war ich überrascht, weil wir sind eigentlich alle Einzelpersonen und jeder macht die Arbeit anders, jeder hält die Pinzette anders, arbeitet mit anderen Pinzette, Kleber, Wimpern und so weiter, Technik. Aber wirklich diese, ich sage euch jetzt fünf verschiedene Fehler, welche waren wirklich bei jeder von euch. Was ich noch dazu sage, und dazu komme ich immer wieder, sind die Basic-Wissen-Sachen, welche ihr solltet eigentlich schon bei Basics für Schulung lernen. Es ist wirklich immer wieder und sehr oft treffe ich Lash-Stylistinnen, welche schon arbeiten, aber wirklich nicht die Grundwissen, nicht das Grundwissen vom Wimpernverlängerung haben. Ich verstehe das teilweise, weil oft sind die Schulungen, die Lash-Stylistin, einfach diese Basic Lash-Stylistin Schulung, One-by-One Lashes oder vielleicht manche anfangen schon mit Volume, sind oft Schulungen, welche dauern nur einen Tag und ihr müsst in den Tag alles lernen von Theorie, lernen, wie man klebt und plus Model bekleben. Das ist einfach zeitlich unmöglich. Ich bin schon Stylistin einige Jahre, ich bin schon seit 10, 12 Jahren Lash-Stylistin. Und vor 12 Jahren bei meiner ersten Schulung. Und ich weiß, wie viel Wissen ist hinter dieser Behandlung. Es ist nicht nur eine Behandlung, wo ihr die Nägel lackiert und wenn es ist falsch, ihr entfernt das. Ihr müsst wirklich viel über Auge, über Wimpern, über die Technik, über die Produkte und alles wissen, damit ihr könntet auch schneller und einfacher arbeiten. Und das ist leider oft so mit Skript. Man bekommt Skript oder man bekommt eine Stunde etwas darüber erzählt. Und man geht sofort zu dem praktischen Teil. Praktischer Teil ist sehr wichtig. Da muss ich nicht viel darüber sprechen. Aber es geht auch um das Wissen. Wenn wir nicht genug Wissen haben, es ist für uns oft schwer verstehen, warum wir die Sachen so oder so machen. Das wollte ich nur dabei sagen, dass ihr das weißt. Und jetzt komme ich zu den fünf Sachen. Ich anfange saubere Wimpern. Oft es ist so, ich weiß nicht, von wem es ist gekommen oder wer hat das irgendwo gesagt, dass man darf nicht Wasser auf den Wimpern geben und viele Kundinnen denken, bis heute immer noch, dass die sollen die Wimpern zu Hause nicht waschen, wirklich so wenig wie möglich mit Wasser behandeln, nur ein bisschen so mit Böschen kämen und das ist alles. Aber ich finde, auch vor 12 Jahren, wenn ich meine erste Schulung hatte und glaubt ihr mir, das war, noch niemand wusste, was und wie richtig funktioniert, wie soll es sein. Schon derzeit haben wir gesprochen über Wimpern waschen und einfach die sauber halten und keinen Schmutz da reinbringen und das aus dem hygienischen Grund. Und bis heute treffe ich oft auch Kunden, welche wissen gar nicht über etwas, über ein Wimpershampoo oder über das, dass die es müssen, nicht sollen, müssen, das regelmäßig reinigen. Und da bin ich sehr oft schockiert, wie mir ihr als Lash-Stylistin Feedback gibt, wie oft kommen eure Kunden mit schmutzigen Wimpern oder wirklich mit Schlaf noch zwischen Wimpern, mit Reste vom Eyeshadow oder vom Make-up, vom Puder. Für mich persönlich, ich habe keine solche Kunden, Gott sei Dank, aber ich hatte schon ein paar Mal solche und ich nehme die wie ein Kind mit Hand im Badezimmer, außerdem, dass ich mache Foto, dass ihr seht, wie ekelhaft das aussieht, nehme sie im Badezimmer und lerne die wirklich wie ein Kind mit Hand und Pinsel,
wie sie so richtig die Wimpern reinigen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, die Wimpern sauber zu behalten, zu Hause, die 3-4 Wochen oder wie oft kommen sie zum Auffüllen. Und genauso auch für eure Behandlung. Ja? Deswegen bitte schämt euch nicht. Es muss euch nicht doof sein, eure Kunden dazu bringen, dass die richtig und regelmäßig die Wimpern reinigen, damit die Wimpern sauber sind. Erklärt ihr das aus dem hygienischen Grund, dass die einfach, unsere Auge ist sehr wichtig, wir brauchen das, das ist Organ, welche kann sich nicht regenerieren, welche kann nicht so abheilen, ja. Wir müssen das Auge schützen und wimpern sie hier dafür, dass die unser Auge schützen. Und deswegen muss dieser Schutzmantel quasi sauber sein. Punkt, kein Thema. Wenn ihr reinigt, ihr reinigt alle mit dem Shampoo vor der Behandlung, mit irgendwie Primer ein bisschen tippen, ist keine Reinigung für mich. Ihr müsst richtig die Wimpern reinigen, weil wir können da von Cremereste haben, welche man sieht gar nicht, ja. Oder vielleicht hat sie Haarspray benutzt und da sind wirklich Reste vom Haarspray. Es sind auch viele solche Kleinigkeiten, welche man gar nicht sieht auf den Wimpern. Deswegen ist es sehr wichtig, die richtig und gründlich mit Wimpershampoo reinigen, abtrocknen, ausspülen, abtrocknen und dann auch mit Primer behandeln. Ja, einige sind dafür, andere nicht. Einige haben schon in dem Shampoo Primer. Ist euer System, euer Prinzip, jeder macht das so, wie er will, wie es dem gefällt. Das ist jetzt, will ich euch nicht zum etwas drücken, aber passt ja auch, wie ihr das macht. Ich mache das immer getrennt in 2 Schritten, weil ich finde, auch wenn ich meine Haare wasche, ich wasche die, ich benutze Konditioner und ich benutze Maske. Weil jeder davon hat andere Wirkung und jeder bringt für meine Haare etwas anderes. Deswegen, ich reinige die Wimpern mit Shampoo und dann benutze ich immer Primer, welche mir die Primer, kein Spiegel, kein Booster, Primer, welche mir die Wimpern vorbereitet für Kleben. Das ist erster Fehler. Zweiter Fehler sind unsere iPads oder Tapes oder diese Mikrofon. Jeder benutzt das anders. Jeder benutzt das, was dem passt, was er will. Was ist wichtig, dass wenn ihr die Unterlagen für die untere Wimpern benutzt, dass ihr das wirklich nicht zu tief im Auge schiebt, dass ihr das so klebt, dass es euch nicht stört. Weil oft ist es so, dass ihr das klebt und dann plötzlich stehen die Wimpern, ja, dass man kann nicht richtig Auge zumachen. Oder ihr macht das so schlecht, dass die Kundin macht nicht richtig Augen zu und dann bleibt immer Platz, wodurch kommen die Dämpfe rein und das reizt das Auge, ja, oder beide Augen. Deswegen ist es sehr wichtig, wie ihr die Unterlagen, egal welche Art ihr benutzt, klebt, damit es angenehm für Kunde ist, damit die Kundin nicht irgendwie Reizung in dem Auge bekommt oder Verbrennung oder irgendwie eine kleine Stelle, wo sie einfach Schmerzen hat, wo es brennt, wo es rot ist. Da müsst ihr wirklich sehr aufpassen, wie ihr das am besten macht, dass es für eure Kunden ist. Was ist mein Tipp? Ich immer sage, klebt ihr das ungefähr so halbe Millimeter unter dem, nicht direkt hier oben, aber unter dem oder quasi so in Mitte der Wimpern, dass ihr wirklich nur die Wimpern fest habt und dann wird das halt, und wenn sie Auge zumacht, es hält alles perfekt. Wichtig ist die Technik, wie ihr das klebt, damit ihr das passend klebt und es nicht irgendwo reizt, nicht irgendwo wegrutscht und das ist gut für euch und auch für die Kundin ist. Dann es ist dritte Sache und das ist, wie ihr das Auge fixiert. Da war ich sehr überrascht, wie viele Lashstylistinnen das gar nicht machen. Wie ihr bestimmt weißt, unsere Augen oder unsere Wimpern sind in Reihen. Ja? Hier in Europa sind 3-4 Reihen meistens. Falls ihr habt irgendwie dunkelhäutige Frauen, die haben deutlich mehr Haare, deutlich mehr Wimpern, die haben manchmal 6-7 Reihen. Ja? Deswegen, es ist schon unterschiedlich von Kunde zu Kunde, aber da ist wirklich wichtig, dass ihr das Auge fixiert. Und ich sage immer, wenn man hat so Auge zu, du siehst nicht, was ist hier los. Du musst das Auge so fixieren, dass du auch die untere Reihe siehst. Ja? Und das habe ich manchmal gezeigt, wirklich so kleine Bewegung mit Tape oder wie man sich fixiert. Und dann plötzlich haben die gedacht, es ist schon voll. Und dann haben wir die Augen richtig aufgemacht und da sind plötzlich noch nächste 7-8 Wimpern zum Bekleben rausgekommen. Deswegen es ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr euch die innere Winkel perfekt fixiert, die äußere Winkel und die untere Reihe, welche wir von oben nicht so richtig gut sehen können.
Das ist wirklich Sache, welche ist mir aufgefallen und war ich ein bisschen überrascht, dass man das gar nicht macht, ja? Oder nur so ein bisschen, wenn jemand Schlupflider hat. Aber es ist wichtig, auch zum Beispiel bei meinen Augen, ich habe nicht so große Schlupflider, aber auch bei meinen Augen ist schon wichtig, dass man die fixiert. Und ich dazu, ich habe sehr viele Wimpern, Naturwimpern, und deswegen, man muss sie wirklich richtig aufmachen, damit man die einzelnen Naturwimpern schön sehen kann und richtig bekleben kann dadurch. Weil wenn du die öffnest, dann automatisch kannst du auch besser kleben. Ja? Das ist die dritte Sache. Vierte Sache ist Wrapping. Wrapping ist die Fixierung oder das Ankleben vom Wimpern auf die Naturwimpern, von der Fächer auf die Naturwimpern. Jeder macht das unterschiedlich, jeder klebt anders, jeder arbeitet anders. Das ist voll in Ordnung, jeder soll machen so, wie es für den Besten ist. Das sage ich immer. Deswegen, ich finde auch diese Perfection Training sehr gut, weil da geht wirklich um euch. Das heißt, es ist immer in kleinen Gruppen diese Training. Und ich wirklich gucke, was ist bei dir? Die Hand so, das machst du so, das machst du so. Und jeder ist anders und deswegen es ist bei mir jeder anders erklärt oder anders gearbeitet. Und bei diesem Wrapping habe ich oft gesehen, dass ihr nicht richtig die Wimpern auf die Naturwimper beibringt. Ja? Das ist wirklich sehr, sehr oft Problem, dass ihr oft zu früh die Wimpern, das Fächer loslässt, nicht richtig auf die Wimper anklebt, manchmal stellt ein Teil raus, manchmal seht ihr gar nicht, wo ihr klebt, das muss man ehrlich sagen, und am meisten so nach dem ganzen Tag, wo wir unter die Lampe, ganzen Tag mit viel mit Augen arbeiten, man sieht nachher auch nicht, nach 5 Sekunden nicht so richtig gut. Und da habe ich oft gesehen zum Schluss, dass weil unsere Augen müde waren, dass wir schon fertig waren, ja. Immer Schulung mit mir ist anstrengend, weil man extrem viel lernt. Und da habe ich wirklich gesehen, dass die Lashstylisten schon kaputt waren. Und umso wichtiger ist in diesem Moment wirklich Achtung, wie man das klebt. Weil Kundin darf nicht kommen ohne Wimpern. Die Fächer einfach können nicht rausfallen von Naturwimpern. Es kann ab und zu passieren, zum Beispiel bei mir gerade. Ich hatte einen hormonellen Umschwung. Und ich habe die Wimpern gekämmt und das war wie ein Regnen, ja, im Waschbecken, wo ich habe gesagt, oh mein Gott, wenn das meine Kundin ist, die wird ausflippen. Aber ich wusste selber, dass es bei mir liegt, weil ich hatte gerade hormonellen Schwung und einfach dadurch haben sich die Wimpern nicht richtig fixiert auf meine Naturwimpern. Aber das darf nicht passieren. Ihr müsst wirklich sehen, egal ob ihr 1D macht, egal ob ihr Ellipse, Flatlashes benutzt, egal ob ihr 3D macht oder 10. oder 20. Es ist völlig egal, wie ihr klebt oder was ihr macht, wenn ihr weißt, wie ihr solltet kleben, wo ihr solltet genau diese Wimpern anbringen und wie ihr die fixiert solltet. Das ist das Wichtigste. Und was ist mir noch aufgefallen, das ist totale Kleinigkeit, aber wie ihr die oder wie die Lashstylistinnen die Fächer von der Unterlage rausnehmen. Die meistens, was ich mir letzte Zeit aufgefallen, benutzen Cheating-Technik. Cheating-Technik ist die Technik, wo du ein bisschen Wimpern rausnimmst, klebst du die Nebeln, öffnest und nimmst du diese Fächer raus. Und wirklich sehr viele von euch, wenn die nehmen das Fächer raus, ja, der Fächer sieht perfekt aus und ihr nehmt das raus und oft es ist das der Problem, warum der Fächer zusammenklebt, warum die Spitze nicht schön dünn ist, aber dreht sich, warum plötzlich eine Wimper rausfällt von dem Fächer und so weiter. Es ist wirklich so, wie ihr die Pinzette hält und wo ihr die Fächer rein nimmt und wie ihr das abzieht. Das ist wirklich das, was macht bei vielen Leuten Problem. Und ich sage immer, arbeite langsamer, langsamer und präziser. Weil wenn du dir einen Fächer perfekt machst, perfekt abziehst und perfekt auf die Wimper klebst, dann hält er, bis die nächstes Mal kommt. Wenn du dich aber beeilst, etwas läuft schlecht, dann machst du neue Fächer, der klappt auch nicht, dann dritte Fächer, dann klebst du schnell, plötzlich rausfällt oder sich umdreht auf den Wimper oder etwas. Das kostet euch deutlich mehr Zeit, als wenn ihr langsam und präziser arbeitet. Deswegen,
Guck dir das an. Ich werde versuchen, diese Video auch zu speichern, damit ihr euch das jedes Mal anschauen könntet. Und vielleicht in dem Alltag werdet ihr eure schlechten Gewohnheiten sehen, merken und ein bisschen mehr achten, dass ihr das in Zukunft besser macht. Und ich verspreche euch, wenn ihr auf diese Sachen achtet, ihr werdet deutlich schneller im Arbeit, wirklich deutlich schneller, und eure Kunden werden zurückkommen mit deutlich mehr Wimpern, also Restwimpern, rausgewachsene Wimpern als bis jetzt. Es ist wirklich so. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!